Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Refugees, willkommen hier im Haus. Wir haben heute eine längere Debatte geführt über das Thema Integrations- und Flüchtlingspolitik. Wir hatten aber eben noch eine kleine Verstimmung über eine große Anfrage, die Piratenfraktion eingereicht hat und die hier in 2 Wochen besprochen wird. Das Thema bei Nacht und Nebel, Sammelabschiebungen aus Berlin. Wir haben nachgeschaut, im Duden steht: Bei Nacht- und Nebelaktionen sind überraschend und in aller Heimlichkeit durchgeführte Polizeiaktionen. Um so eine handelte es sich am 29.08. Dort wurde eine Familie nachts aus einer Sammelunterkunft geholt. Insgesamt wurden 32 Menschen abgeschoben über den Flughafen Schönefeld nach Serbien. Anwälte wurden dort nicht zugelassen, Einspruch wurde dort nicht zugelassen. Alle weiteren Assoziationen gingen von Ihnen aus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor etwa 2 Wochen starben mehrere hundert Menschen bei dem Versuch, Europa über einen der gefährlichsten Flucht- und Reisewege überhaupt zu erreichen, über das Mittelmeer. Immerhin hat diese Tragödie dazu geführt, dass das Thema Asylpolitik nun auf deutscher und europäischer Ebene diskutiert wird. Anlass dazu gäbe es jeden Tag, denn Menschen sterben wöchentlich an den Außengrenzen Europas. Rund 19.000 Flüchtlinge haben in den letzten 25 Jahren ihr Leben bei dem Versuch verloren, die Festung Europa zu überwinden. Auch hier wieder, alle weiteren Assoziationen bleiben Ihnen überlassen. Die meisten dieser Flüchtlinge starben im Mittelmeer. Einhellige Reaktionen vieler Innenminister, unter anderem des deutschen und der österreichischen Innenministerin, auf die aktuellen Katastrophen: Schlepperbanden ausräuchern. Nur, was Sie dabei vergessen, kein Mensch begibt sich freiwillig in die Hände von sogenannten Schleppern, nimmt den gefährlichen Weg über das Mittelmeer und steigt in ein schrottreifes und überfülltes Boot, wenn er eine andere Wahl hat. Wer nur davon spricht, sogenannte Schlepperei zu verhindern, der hätte es am liebsten, wenn die Außengrenzen noch dichter würden, wenn die ungerechte Drittstaatenregelung noch rigoroser angewandt würde und am besten niemand mehr versucht, nach Europa zu kommen. Der Tiefpunkt dieser Angelegenheit war, dass die Angehörigen der Verstorbenen nicht an der Trauerfeier teilnehmen durften. Die weißen Zyniker wollten ihre Krokodilstränen lieber unter sich weinen. In Hamburg und Berlin und in vielen anderen Städten gab es Demonstrationen aus Solidarität und Protest gegen die unmenschliche Asylpolitik der EU. In Berlin waren politische Geflüchtete 10 Tage lang im Hungerstreik, den sie nach Versprechungen unter anderem des Senats abbrachen. Doch warum begannen sie den Hungerstreik? Auch weil ihnen bereits 2012 nach ihrem langen Weg nach Berlin von Senatorin Kollert und Bundesministerin Böhmer Versprechungen gemacht wurden, von denen kaum eine eingelöst wurden und sie dieses Jahr genauso dastanden wie bereits letztes Jahr. Unter diesen Vorzeichen macht nun die Koalition selbst Integrations- und Flüchtlingspolitik zum Thema, weil sie die Chance sehen, ihre Senatoren als flüchtlingspolitisch engagiert darstellen zu können. Dem widerspreche ich hiermit ausdrücklich. Schauen wir uns doch einfach mal an, was die Koalition in den letzten 2 Jahren schon so gemacht hat in diesem Bereich. Was waren unsere Erwartungen an den Senat am Anfang? Wir lesen uns erstmal den Koalitionsvertrag durch. Dort steht auf den Seiten 60 bis 62 in blumigen, in unkonkreten Worten etwas von Willkommenskultur. Das ist nett. Dann tritt erstmal der Integrationsbeauftragte zurück. Er sei kein Mensch für Rot-Schwarz. Auch hier kann man sich alles Weitere selber denken. Das Amt der Beauftragten wird herabgestuft zu einem Teilzeitjob für eine Abteilungsleiterin, der die Senatorin weisungsbefugt ist. Die Wahl des Integrationsbeirats muss wiederholt werden und verzögert sich. Noch heute unterstützt der Senat die Arbeit des Beirats nicht. Noch kein Cent ist geflossen für Sitzungsgelder. Das war der integrationspolitische, aus meiner Sicht ziemlich vermurkste Start. Doch wie geht's weiter? Nehmen wir mal ein Beispiel. Integrationspolitik ist natürlich mehr als Geld und Projekte. Aber vieles läuft über Projekte und die Migrantenorganisationen dieser Stadt stellen ein Rückgrat der Berliner Sozial- und Integrationspolitik dar. Die Gelder für die Projekte stagnieren seit vielen Jahren, aber besonders die Gelder für die Migrantenorganisationen. Jetzt baut der Senat das Förderprogramm um und es wird zukünftig noch schwieriger werden, für kleine Organisationen Gelder zu erhalten. Der Konkurrenzdruck wird noch größer. Doch statt hier Abhilfe zu schaffen, kümmert sich die Senatorin am liebsten um ihre Kampagne.
Denn das gibt schöne Pressefotos. Im Mittelpunkt dabei die Werbung für die Staatsbürgerschaft. Dass sie bei der Willkommenskultur vor allem an Staatsbürgerschaft denken, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen zynisch, aber das scheint ganz pragmatisch gesehen daran zu liegen, dass es das Einzige ist, auf das sich die Koalition auch einigen kann. Doch sogar dabei ist der Erfolg fraglich. Bundesweit ist 2012 zum vierten Mal in Folge die Zahl der Einbürgerungen insgesamt gestiegen, doch in Berlin wurden 600 weniger Menschen eingebürgert. Und das, obwohl immer mehr Berlinerinnen und Berliner mit ausländischer Staatsangehörigkeit hier leben. Was besonders schade ist, dass immer gesagt wird, Staatsbürgerschaft führt ja zum Wahlrecht, aber sie verkürzen das Ganze natürlich. Menschen können auch einfach so sich beteiligen an den Angelegenheiten, die sie etwas angehen. Und beim Thema Wahlrecht hat die SPD noch groß rumgetönt im Wahlkampf, sie wolle Wahlrecht für Ausländer einführen und macht jetzt leider keinen Finger krumm für die Realisierung. Auch das eine integrationspolitische Fehlleistung. Ja, Herr Kollege Langenbrink, dann verhandeln Sie doch mit der CDU. Sie sitzt doch gleich da vorne. Ich sehe Sie nicht darüber laufen und mit Ihnen reden. Nun stellt sich die Senatorin während der Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene hin und mahnt Dinge an, die sie selbst in Berlin nicht umsetzt. Ein paar Beispiele. Sie fordert eine Arbeitserlaubnis für Flüchtlinge, aber hat dazu in Berlin noch keinerlei Initiative unternommen. Sie kritisiert die Residenzpflicht. Dabei wurden im Abgeordnetenhaus alle Anträge zur Aufhebung der Residenzpflicht auf Bundes- und Landesebene von der Koalition abgelehnt. Wenn Sie dies nun fordern, es gibt hier heute einen vorliegenden Antrag, den können Sie nutzen und dem können Sie zustimmen und Sie können den Handlungsspielraum auf Landesebene nutzen und sich auf Bundesebene für die Abschaffung der Residenzpflicht einsetzen. Denn die Beschränkung der Bewegungsfreiheit für Asylsuchende ist eine Zumutung. Sie stellen sich hin, sprechen von Sprach- und Integrationskursen. Erst fordert Frau Kohler die Öffnung der Sprach- und Integrationskurse auf Bundesebene für Asylsuchende und Geduldete, doch Gelder dafür will sie auf Landesebene nicht bereitstellen. Dann bringen wir dazu einen Antrag ein mit den Oppositionsfraktionen, der wird im Ausschuss von der Koalition zunichte gemacht. Dann macht die CDU klar, sie wolle eh nur Sprachkurse, aber keine Integrationskurse. Auch nicht gerade eine integrationspolitische Superleistung. Aber zu einem Überfluss schreibt die Koalition in unseren Antrag auch noch zynischerweise rein, dass der Erwerb von Sprachkenntnissen wichtig sei, da bei einer Rückkehr ins Heimatland sich die berufliche Perspektive verbessere. Super Ansatz, liebe Koalition. Das nennt man da wohl Berliner Willkommenskultur. Frau Radziwill, sie sagt, sie wolle das Asylbewerberleistungsgesetz modernisieren. Dabei haben Sie bisher alle unsere Anträge zu diesem Thema abgelehnt. Wir haben selbst keine eingebracht. Und Berlin hat sich im Bundesrat bei genau dieser Thematik enthalten. Außerdem gibt es da überhaupt nichts zu modernisieren. Dieses Gesetz gehört einfach abgeschafft. Es diskriminiert Flüchtlinge, stellt sie schlechter als alle anderen Menschen, die auf Leistungen der Mindestsicherung angewiesen sind. Da gibt es nichts zu relativieren, nichts zu modernisieren und nichts zu separieren. Es gehört einfach abgeschafft. Und was die Situation der Menschen angeht, die hier in Sammelunterkünften leben, immer wieder wird gemeldet, dass Flüchtlinge tagelang auf der Straße übernachten müssen, weil Berlin nicht in der Lage ist, ausreichend Unterkünfte bereitzustellen. Denn die Sammelunterkünfte platzen aus allen Nähten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir heute über Integrations- und Flüchtlingspolitik sprechen, ist der aktuellen Situation wohl angemessen. Dass die Koalition es zum Thema macht, mag wie Hohn erscheinen angesichts ihrer nicht erbrachten Leistungen in den letzten 20 Monaten. Fangen Sie bitte nicht nur während der Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene endlich an, eine glaubhafte Stimme für die Flüchtlinge auf Bundesebene zu sein. Ändern Sie die Bestimmungen, die Sie ändern können in Berlin, kümmern Sie sich um die Menschen, die hier unsere Hilfe benötigen, fangen Sie an, eine eigene Integrationspolitik zu entwickeln oder übernehmen Sie der Einfachheit halber die Vorschläge der Opposition und hören Sie auf, so zu tun, als hätten Sie eine Strategie oder als täten Sie bereits etwas. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Reinhardt.